40er Unterstrich. Markier den auch mal im Video. Jetzt los. Ja. Ganz easy erklärt. Du Miststück. Ach, oh, guck mal, das ist ein Engel. Hier stehen ja so ein paar Retro-Schätzchen. Was soll das denn sein? Da ist es. Ja. Cool, ey. In diesem Sinne, Leute, willkommen zu einem neuen kleinen Lost Place Abenteuer. Lang ist es her. Eigentlich wollte ich zu Halloween was machen, aber jetzt einen Tag später habe ich gedacht, das ist trotzdem spannend, mal wieder irgendwie was hochzuladen, was mit Lost Place zu tun hat. Wir sind in der Gurke. Keine Ahnung, ob es eine offizielle Bezeichnung ist. Wir sind in einem Freudenhaus. Wo sind wir, Stefan? Mann, wir sind im Puff. Nee, sind wir nicht? Ja, im Puff. Heißt auch nicht Table. Heißt der Table Dance Bar? Steht da dran? Ja. Hier tanzten Frauen an Stangen für Geld. Punkt. Fertig aus. Leute, 3, 2, 1, es geht los. Also tanzten die nicht für Geld, sondern für Dollars? Ja, ist das so. Hier liegt noch Arsch viel Geld rum. Dominik ist auch mal wieder dabei. Der Dicke geht vor. Alter, ey, sei doch nicht so laut. Du hörst das doch. Übertreib doch nicht die Lage, split doch nicht die Line. Ja, okay, Leute. Keine Ahnung, was das hier für ein Eingang war, für ein Abstellgleis. Hier sind unende Türen, die, weiß ich nicht, wohin gehören. Die jetzt nicht so aussehen, wie als wären das irgendwelche Türen aus diesem Bau hier. Jetzt hat die einer dazwischen gelagert. Oh, scheiße. Das ist ja dezent scheiße, ne? Boah. Okay. Ja. Leute, ohne Ende Dollars liegen hier rum. Zylinder rausgebrochen? Keine Ahnung. Dort jetzt hier warte, geht das Licht noch? Nein. Was kommt jetzt? Da hat einer seinen Instagram hingeschrieben. Insta 45er Unterstrich. Markier den auch mal im Video. Der war auch dabei, der kriegt auch die Lampe. Insta 45er. Ist das Postleitzahl 45 hier? Okay, Camp Lindford hat 45er. Ich dachte, die haben irgendwas anderes. Guck mal da oben. Herr Dominik, zünd mal ein. Nee, auf gar keinen Fall. Setz dich mal da oben nachher. Setz dich mal an der Theke hier. Jetzt geht's los, ja. Ja, komm, ey. Ist schon sehr schrömmelig, sehr trashig. Schon mit Kindersitz hier. Ist halt auch die Frage, wie lange ist dieses Ding schon raus, ne? Weiß man das? Ein paar Jahre oder was? Ja, aber hier ist ja schon einmal, entweder ist hier einmal die Gruppe der Tauschbörsen durch oder irgendwelche Jugendlichen, die in der Umgebung wohnen. It's crazy as you. Insta, hier schon wieder Insta 45er, 29.10.24. Direkt mit Datum drauf. Guck mal, da kannst du die Strafanzeige, kannst die Strafanzeige direkt schreiben auf den Tag. Haben wir nicht heute den 29.? Ja, doch, aber nicht, ist 10. Ja, also jetzt ist Freitag. Vorgestern. Also gestern. Vorgestern. Heute ist 31. So, was ist denn das für ein Typ? Gibt's da ein Bild zu? Zeig mal. Ich zoome mal rein. Komm mal her. Keine Ahnung, schwierig zu sagen, ne? Ich würde sagen, da ist irgendeine junge Clique noch so, die auch hier wohnen in der Umgebung und hier mal einspaziert sind. Ja, sieht lecker aus. Sieht aus wie meine Frontscheibe beim Cousin. Kein Modellbetrieb. Kein Modellbetrieb steht da oben dran. Zur Zeit kein Modell. Hier in der Mitte war die Table-Edge-Stange, oder was? Also steht zur Zeit kein Modellbetrieb. Es riecht immer noch so ein bisschen nach Kippe, es riecht nach Red Bull, es riecht nach Party. Aber hier ist alles verkloppt. Eine neue Englisch-Aufsätze. Die passt hier sogar, oder? Guck mal die Größe an. 2XL. Ja, das ist doch... Dominik. Nein, auf gar keinen Fall. Dominik. Auf gar keinen Fall. Du bist schwanger. Ey, das ist eine gute. Ja, natürlich ist das eine gute, aber nee. So, okay. Jetzt müssen wir den Leuten erstmal erklären, wie das hier so abläuft. War schon mal einer in einer aktiven Table Dance Bar? Nein. Ich auch nicht. Ich geh da jetzt hoch, lass mich mal hier vorbei. Ich guck mal an hier. Ich geh jetzt hier hoch. Guck mal, hier hast du schon mal die erste... Den nehmen wir mit. Den hauen wir rein. Haben wir einen mobilen DVD-Player im Auto? Bitteschön. Was ist das? Ja. Teenie-Porno. Yes. Also, die Frauen stehen hier in diesem Bereich an einer Stange, Leute. Da oben ist noch ein Loch. Und die stehen hier und tanzen halt für, im Grunde für Geld, oder? Die tanzen und machen die Leute ein bisschen heiß. Die tanzen in Unterwäsche? Musstest du denn die kannst du der dann irgendwo hinstellen? Ach so, also gab es hier zwangsläufig einen Wechsler, wo du dann dein echtes, oder an der Kasse irgendwo? Die liegen ja draußen von diesen Dollars rum. Ja gut, das macht Sinn und dann konnte es, ja das hatte ein bisschen mehr Stil, deswegen haben die sich das gedacht. Ja. Dass man jetzt nicht die 20-Euro-Scheine da reinsteckt, sondern immer diesen Dollar und dann steht die halt an ihrer Stange hier.
irgendwo hier. Die Stange ist auch schon weg und dann zeigt ihr den Hintern, Leute, dann kannst du halt überall die Kohle da machen. Mach mal, nein, mach mal weiter. Wie zeigt ihr den Hintern? Mirko, mach du das aber bitte. Zeigt ihr so ihren Hintern und dann kannst du halt das Geld überall reinschicken. Jetzt nicht in Hose unbedingt, sondern eher in den Schlüppi. Ja. In den Schlüppi. Ganz easy erklärt, und wenn euch das nicht gereicht hat, dann gab es hier auch entsprechende Abwegskabinen. Das finde ich auch ein geiles Schild hier. Vor jeder Manipulation am Automat ist der Hauptschalter auszuschalten. Okay, Leute, bitte Mund-Nasen-Schutz tragen, Kontaktformular ausfüllen und Hände desinfizieren. Also zu Corona-Zeiten hat man dann hier zuletzt den Dollar in den Schlüpfer gesteckt. Komm mal wieder runter hier von. Das ist hier wie so eine Disco, ne? Wenn das passende Licht da ist, sieht das alles cool aus. Wenn du jetzt aber mit einem kaltweißen Licht auf die Wand leuchtest, denkst du, das ist einfach verschrimmelt. Auch den Lichtschalter, also Elektromeister waren das hier alles nicht wahrscheinlich. Ne? Mit Silikon verschmierte Schalter hier. Da konntest du die Magnum-Flasche Wodka für 120 Euro, Jack Daniels Whisky 120. Was der teuerste ist, 150. Chivas Regal 12 Whisky. Bist du schon horny ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Schön, ne? Ja, richtig schön. Du bist ja LKW-Fahrer, da musst du ja schon öfter mal in so einem Bereich unterwegs gewesen sein, oder? Leider nicht. Ich glaube auch tatsächlich, diese ganzen Risse in den Scheiben sind hier von den Luden passiert, von den Zuhältern. Die haben hier dann die jeweiligen Leute, die nicht bezahlt haben, da reingekloppt, ne? Du durftest dein altes 3310 hier auch nicht benutzen, siehst du auf dem Schild da, ne? So, warte mal, ich bin ja mal eine Treppe hoch. Wo geht's denn da hin? Ist das hier schon die Privatkabine? Oh ja. Klasse. Super. Du konntest dich hier hinsetzen? Da war die Ja, guck mal, ja, tatsächlich. Du konntest dich da mal hin. Ja, ich setz mich jetzt mal auf. Oh, das ist aber bequem hier. Hast du erstmal hier einen Gejacks gekriegt? Guck mal, dann hast du da getanzt, guck mal. Und dann konntest du die noch so ein bisschen. Du Miststück. Ja, das ging. War das so? Gibt's hier noch Tittenhalter? Wo? Soll ich nee. Hier liegen welche? Schraubst du oder so? Dann kann der Dominik vielleicht gleich einmal so für Titelbild hier. Ja, das wäre witzig. Aber guck mal, die hat sogar eine Klima da richtig zugewichst. Ja, braucht es ja auch hier. Dann saß also hier Opa Heinrich und hat sich dann angeschaut, wenn da die Olga da mal richtig eingespreizt hat. Ja, zeig mal Breitbein. Nee, ich setz dann reißt die Hose? Nee, ich setz mich dann hin. Okay, ich sitze auch hier. Das ist lecker. Warum ist das so fleckig? Ja, warum? Weil hier wahrscheinlich einer sitzt, der sich da ein abgegist hat. Gist? Jacked? Jackst? Pass mal zusammen. Das ist alles abgewichst hier. Oh. Ja, gut, drängst du hier auch gleich an. Ja, geht's weiter. Hier in dem Gang. Ey, gibt's noch einen Keller? Da, was passiert denn da? Bett? Das ist Spiegel? Das ist ja auch der Boiler drin steht. Ist ja kein Boiler, ist ja ein BD, ne? Ja, okay. Weißt du wofür? Ja, die Pflaume auszuwaschen. Die Nuss einmal wieder fein zu machen. Ist das eklig? Also wenn das wirklich vor 2 Jahren noch im Betrieb war, weiß man, warum man das geschlossen hat? Weil der Zustand des Gebäudes vielleicht marode war? Ist jetzt nicht so Stein alt. Also da hat man auf jeden Fall schon mal eine Sicherung oben nachgerüstet. Aber die haben schön Dings hier, ne? Steckdoseneingang, Table Dance links. Ordentlich gemacht. Tresenbeleuchtung, Table Dance. Da unten 23 bis 25 ist auch ein Fragezeichen. Zuleiterbüro, Zuhälterbüro. Das ist eklig hier, ne? Toll hier, der Sternenhimmel auch. Das ist einladend. Mm. Boah, was ist das denn da, ey? Wo geht er da hin? Boah, was ist das denn, ey? Ja, ich fühle mich zu Hause hier, ne? Wieso bist du nicht dabei? Bin ich da. Du bist da. Du kommst jetzt sofort mit hier hoch. Uiuiuiuiuiuiuiui. Der Max geht jetzt auf nichts. Ist aber auch eine heftige Höhe, ne? Das ist doch so gar nicht mehr zulässig vom Bauamt. Ich bin nur der Fachmann des Bauamts hier. Oh, ist gut, dass hier das Geländer nicht geht. Kein Geländer mehr, kein Dingens hier. Kannst du direkt hier wieder runtergehen. Ja. Das ist richtig. Was ist das? Was ist das denn, ey? Ja, komm, die sieht cool aus hier. Die GFK-Wand. Das hat Stil. Das sieht echt aus. Boah. Der Ernie ist auch hier. Ne, Ernie ist, oder? Ernie ist auch hier. Zeig mal das Gesicht von denen, der ist auch schon verraucht. So, und wo sind wir jetzt? Oh, guck mal, das ist ein Engel, Dominik. Ist ein Engel gelandet. Zieh mal an. Auf gar keinen Fall. Komm. Nein. Unten die Strapse, dann den Engelsdingens da an, dann tanzt du für mich eine Runde. Oh,
aus der Scheiße hier. Was ist das denn? Hier sind jetzt diese ganzen einzelnen Zimmer. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Ja. Samen. Filter. Gorstämmung hier. Komisch, ey. Das ist so eine isolierte Lutte hier. Das sieht mir alles so ein bisschen aus wie so eine Grasplantage. Ja, was gibt's hier noch zu sehen? Da sind noch mal ein paar Filter da hinten. Da sind irgendwelche Blenden. Aha, was ist das denn? Ja, Lüfter sieht man hier. Schön. Und eine Weltraumabluft. Keine Ahnung. Ist hier was Illegales passiert? Alles von oben runtergekommen. Da ist alles zusammengefallen. Hier ist alles marode, alles gefährlich. Alles Schrott, alles Scheiße. Wohl sehr verwinkelt und sehr groß, also bestimmt eine gute Immobilie. Aber ich stecke so unfassbar viel Geld rein. Was geht da? Nochmal Kegelbahn? Mhm. Und nochmal Kegelbahn? Und nochmal Kegelbahn. Ja, die sind alle auch in einem miserablen Zustand. Ich will aber auch tatsächlich sagen, die hat man gar nicht mehr genutzt. Also man kann ja da sehen, da ist eine Rigipswand vorgekommen. Die Dinger hat man einfach abgestoßen, weil man nicht wusste, was man damit macht. Also höchstwahrscheinlich waren die Dinger bis der vorherigen Nutzung einer Kneipe, einer Gaststätte, eines Hotels, keine Ahnung, verfügbar. Danach hat man gesagt, zumachen. Die geht nicht mehr, okay. 2015. Wiederkehrende Prüfung 18. Ja gut, ist jetzt auch nicht ewig her, ne? Aber interessant. Okay. Hm? Interessant, sag ich. Kurios. Hier sind alle Facetten. Hier hast du einmal ein Lager von irgendwelchen Privatgegenständen. Dann hast du plötzlich ein Graszeugs. Dann hast du ein... Hä? Was ist denn da drin? Schwere Feuer. Schwere Alufolie. Wahrscheinlich zum Isolieren oder so. Ja. Ist hier nicht gelaufen, meinst du? Nee, sieht auch nicht so aus, als hätte das hier irgendwie laufen können. Wobei das natürlich ein traumhaftes Ding ist, ne? Das ist schön abgeschottet hier vom Schuss, ne? Ja. Die Lampenfasser. Jede Menge. Für die Hakus. Ja, aber alte Scheiße. Ne? Wow, hier stehen ja so ein paar Retro-Schätzchen. Was soll das denn sein? Mega, ey. Was sind denn das für Autositze? Das sind auf jeden Fall Velour. Meinst du, das ist so ein Charan-Ding oder so? Steht nicht drauf, ne? Aber das sieht so aus wie so ein... So auf jeden Fall irgendwie so ein 2000er, 95er-Ding. Ja gut, hat man ausgebaut, weil man Ladefläche braucht. Dann musste irgendwie die Weiber hinten festbinden und hier ins deutsche Land kriegen. Ne? War das mal früher ein Kino hier ganz früher? Das war mal vor vielen Jahren, ganz früher. Aber war das so ein Freizeitding? Nee, das war, das Gebäude selbst ist ja von 1800 noch was und wir waren mal eine Schaubahn drin. Ja, aber auch mit Freizeitangebot, weil Kegelbahn und so. War einmal eine Disco hier drin für ein paar Jährchen, ja. Nach den 2000ern auch schon. Ja. Und irgendwann ist das dann halt auf die schiefe Bahn geraten. Und jetzt ist nur noch Scheiße da, die man nicht mehr gebrauchen kann. Das ist auf den Teppich verloren. Oh, da ist es. Das Sexkino. Da hinten sind Fenster, habe ich schon gesehen. Das sieht so aus, als wäre es sogar auf, das Ding. Siehst du das? Hast recht. Es geht noch eine Etage höher, Max. In der Etage höher liegen Pornos. Ganz viele, ganzer Raum ist voller DVDs. Na ja, gut, das sieht aktiv jetzt auch nicht viel schön aus. Guck mal, hier ist eine Tür. Wo geht denn die hin? Die ist sogar zu. In Flur. Steht die Fruchtfolge noch gleich. Guck mal. Hier kommt Wind her. Okay, schön, lecker. Toll hier. Da geht noch eine höher. Ja, gefährlicher geht das auch tatsächlich hier nicht, ne? Was ist mit der Tür? Die ist zu, aber das ist doch die Tür, wo ich gerade war. Wo dieser Flur auf der anderen Seite ist. Eklig, gruselig. Die Frage ist ja, ne? Ja. Wurden hier Kinderprostitution durchgeführt? Quatsch, warum? Weil hier super viele Kinder drin liegen. Na gut, war wieder berechtigte Frage dann, ne? Ich glaube aber einfach, dass das die Kinderklamotten von den jeweiligen Prostituierten waren, die Kinder. Ich sag, das ist ein Hausrat von unterschiedlichen Leuten, die hier Sachen eingelagert haben. Wie der Clown. Ich glaube jetzt nicht, dass hier eine Clown-Prostitution stattfand.
gruselig. Das ist wirklich gruselig. Gibt es hier im Raum noch? Ist da auch wieder so ein Holzlager, eine Abstellkammer, aber auch hier. Oh, guck mal, Rauchmeldezentrale. Ach, guck mal einer. Da muss auch noch eine Prüfung draufstehen, von wann die hier geprüft ist. Hekatron, Steuerung, Rauchabzug, das ist alles fertig. Das gibt es alles so nicht mehr. Sicherung bitte nicht abschalten. Aber da steht auch nichts drauf an Prüfung oder sowas, ne? Wer hier mal was geprüft hat. Null. Der Hagerschrank sieht relativ neu aus. Aber nix. Gebaut Firma Kalender. 2002, okay, dann ist die wirklich schon alt, ne? Das sieht halt alles relativ neu aus. Also das ist echt sehr unangenehm hier, die Bude. Sehr. Geht noch einer mit mir jetzt mal eben da die CDs gucken? Die 6 CDs. Hier gibt's noch eine Tür übrigens, die habe ich gerade aufgemacht. Die ist zu, oder nicht? Ja, aber die geht nicht. Scheiße. Fuck. Das war ein Böller. Das war ein Böller. Doch, ich glaube, das war auch. Das war ein Böller. Lass uns mal zum Fenster gehen und gucken am Fenster. Heute ist doch gar kein Halloween mehr. Ja, hier war ich gerade schon. Hier ist schön. Ich kriege hier so schlecht Luft langsam. Das ist echt sehr, sehr, sehr eklig. Doch, das war ein Böller. Sag ich. Also meinst du, hier ist keiner drin? Nee. Und das ist noch was für Böden. Benjamin Blümchen kannst halt. Oh, Baby, Kind. Bild, Baby, Bild. Nicht so viel nicht hier. Alles für ein Zeug hier. Fußpflege, okay. Bibi Blocksberg. Kinder-LKWs, wollte ich sagen. LKWs, was soll das mit den LKWs? Ja, noch, da ist eine Notte. Was war denn hinter der Glastür da vorne? Ja, das weiß ich ja nicht. Da waren wir ja gerade stehen geblieben, dann kam der Knall. Aber war da offen? Ja, du kannst das aufmachen, aber das muss noch ein Treppenhaus sein. Das ist irgendwie ein verlorenes Treppenhaus da hinten. Ja, lass uns mal gucken gehen da vorne. Ja, ich hab's schon gesehen. Wollte ich hier ist eine Verpackung. Aber da ist nichts mehr drin. Die Kasse ist noch da. Hier ist drin, klar. Ist noch da? Ach, die hab ich gerade vorbeigelaufen. Aber jetzt keine Autos mehr. Ja. Nur Strecke. So. Ist das langweilig. Jetzt auch mal. Toilettenpapier. Der Klassiker so. Mein Opa hatte früher eine Karriere. Ausgleichsbehälter? Das ist Volkswagen. Nee. Da. Von der Wagener der Prostituierten. Das ist ein schwarzer Dingens. Was? Mercedes. Okay. A639. Nein. Doch. Vito. Ja. Ach guck mal, ist toll. Wenn man vergessen hat, die den Lichtschalter zu bauen hier, dann hat man hier einfach den Lichtschalter gemacht. Aber hier kommt doch Luft raus. Ja. Ach, das ist offen. Wie? Du bist da draußen? Quatsch, mach doch. Auf. Ha? Mach mal auf. Sicher? Ja. Ja, einmal gucken, was da ist, ne? Was riecht nach Pizza hier? Ja. Kriegst du die auf, die Tür? Die hier? Geht nicht, weil hier die Decke runterkommt. Da musst du einfach dich durchquetschen. Passt ja doch locker durch. Nein, dann mach mal hier. Ja. Kriegst du die Pizza? Das ist echt geil. Ich hab echt Hunger. Hast du auch Hunger? Ja, so ein bisschen. So viel Licht. Kann doch nicht sein. Nee, ist nicht zugewachsen. Hier geht ein Weg lang. Hier geht ein Weg lang. Also so zugewachsen ist er jetzt nicht. Hier geht auf jeden Fall öfter mal einer lang. Aber da kommt ja keiner rein. Es sei denn, wir haben Schlüssel für den Bau. Das ist alles so ramponiert. Das ist alles so gruselig, ey. Wirklich. Boah, irgendjemand hat einen Angstschiss gehabt. Ja, ist mal kurz wieder. Dazu, ne? Schön fest. Gab es hier nicht einen Feuerwehreinsatz, wie hier einer im Treppenhaus abgestürzt ist? Ja, das war im Keller. Ja? Ja gut, ist halt auch echt scheiße, wenn hier runterfällt, ne? Naja, okay. Erste Etage haben wir, Leute. Das ist unglaublich verwinkelt, dieses Ding. Keine Ahnung, was uns hier so erwartet. An Dingen. Aber hier waren wir gerade. Hier ist diese komische Dingens. Aber hier hat auch jemand gelebt. Guck mal da. Oha. Viel AA. Obdachloser. Prostituierten, Obdachloser. Ups, der ist. Ja, deswegen gehen wir.
Nee. Warum? Komm, Dominik Blume. Boah, ist das wie groß? Alter! Da kommt noch eine Etage. Wie groß kann denn bitte der Bau sein? Du riechst hier immer noch den alten Kippenqualm. Finde ich. Ne? Riechst du das? Ja, ja. Den alten Qualm? Hier ist noch mal eine Treppe. Okay. Boah, ist das? Das ist nicht. Das ist riesengroß, ist das. Aufzimmer. Ja, Leute, da ist er, der Sexraum. Big Bust Lust. Guck mal, ja. Die Frau hat gestanden. Wie geht das? Ist das so? Das ist alles nicht jugendfrei, das kann ich alles nicht zeigen. So, kurz. Leute, hier ist Harry Potter, aber das ist nicht das originale Harry Potter. Boah, wo? Cool, ey. Dominik, Golfball. Oder? Was ist das? Ja, bestimmt ein Golfball. Golfball. Ja. Arsch, Aloe Vera und Vitamin. Gleitcare. Das kann man ja mal zeigen. Also, da ich ja noch nicht genug Rüste hab. Alter, die Alte hat einen Pimmel. Nee, ich blase die jetzt nicht auf, aber. Nee. Weiß ich nicht. Aber ist ja witzig, oder? Hier wurde sonst viel geblasen. Guck mal, ist so richtig mit Nippel. Cool, ey. Hier, also einzelne Nippel, wo die Frequenz noch einstellen kannst. Ich glaube, ganz ehrlich, in der Sexbranche gibt es nichts, was es nicht gibt. Da gibt es zum Beispiel ein Velux-Fenster noch neu. Trotzdem Gammel. Ja, der Boden, der gibt da hinten nach. Ich traue mich da nicht hinzugehen. Guck mal, da ist ein bisschen Schminke dabei. Das ist eine Zahnbiss. Da sind. Was ist das? Nein. Du bist halt ein Nivea. Von Extension Nivea. Krass. Der ist so frustriert. Heißer Fick im Wohnblock. Ja, in dem weißen Riesen in Duisburg, oder was? Ne, steht hier. Ist aktueller Sexführer. Die Leather Collection für 19,50 Euro. Lockdown. Pack doch mal den Schirm mit. Notgeile Mütter. Lass uns doch einfach mal ein paar Titel vorlesen, ein paar lustige. Nee. Doch, komm, lass uns einfach mal hinsetzen und jetzt ein paar lustige Titel vorlesen. Lockdown. Ab in den Arsch. Ab in den Arsch. Da gibt's doch schlimmere Sachen. Ja, aber ich finde ja nix. Afrika war im Angebot, ist viel afrikanisches Zeugs hier, ne? Aber ich glaube auch viel Ostzeugs. Das gehört halt dazu, zu so einem Metier. Also ist das jetzt schlimm, ist das jetzt nicht schlimm? Ich sag mal, kann jeder für sich selber entscheiden, ob er sich da so ein Porno anguckt oder nicht. Also, ob das jetzt die Männer liebt Männer-Porno oder Frauen liebt Frauen-Porno oder Frau liebt Mann-Porno ist. Keine Ahnung, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, das Video ist dann hinterher sowieso ab 18 oder so. Also ich glaube, blonde Frauen waren hier auch beliebt, ne? Wenn du dir so anguckst, dass die hier viel Haarfärbung hatten. Ja, die machen sich die alle blond. Laut einer Statistik sind blonde Frauen hier beliebter gewesen, oder? Aber jetzt sag mir bitte, dass die das nicht wirklich bis zuletzt, bis 2021 genau so benutzt haben. Never! Das haben die nicht, oder? Guck dir das mal an hier. Alter, ey. Ist das schlimm? Wirklich. Aber scheinbar haben die das wirklich getan, Leute. Das ist ja super eklig. Boah. Riechst du das? Das ist so ein typischer Disco-Geruch von früher. Kippenqualm, Energy, Alkohol. Alt und verqualmt, die Bude hier. Aber ein cooler Bau, muss man sagen. Altbau, Riesentreppenhaus. Das ist ja unfassbar. Das ist eine richtige Villa, ey. Aber... Ich glaube, die kannst du nur noch abreißen in dem Zustand, wie die jetzt ist. Lebensgefährlich tatsächlich, das Ding, ey. Ich frage mich halt, wieso klaut man Geländer? Weil es schön aussieht. Meinst du, das sah geil aus? Das sieht mir eher aus, als hätte das so ausgesehen wie da und war aus Holz. Dann sah das jetzt nicht so geil aus. Ja, aber das war doch jetzt hier nicht Wunder, wer weiß, wie pompöses, super heftiges, vergoldetes Geländer, oder? Nein, glaube ich auch nicht. Das war irgendeine Scheiße. Wahrscheinlich hat hier jeder Räuber mal irgendwie zugeschlagen und jeder hat sich da selbst die Kabel aus der Wand gerissen. Ey, ist ja unfassbar. Ich glaube, das Ding ist schon seit Jahren bei Räubern hier beliebt und bei den, bei den ansässigen Jugendlichen. Ui. Alter Vater. Die ist... Ja, aber ganz ehrlich, was ist mit der Tür passiert? Die macht hier, das war kein Einbrecher. Das sieht aus wie Spalzer. Hier reingepasst, oder? Möglich. Ja, weil das kriegst du im Herzen, dass du in den Wand. Aber warum auf der Seite gespalzt? Hier ist der Schließer.
Ja, aber auf der anderen Seite ist, ist das Scharnier, aber die hängt ja auch noch dabei. Ja, die ist cool, ne? Auf geht's, bitte. Wer weiß nicht, ob die vorne wäre schon hier. Nee, egal, Leute. Anyway. War das ein Haupteingang hier? Ne, Leute, ganz ehrlich, der mich raus. Das war mit dem kleinen, aber feinen Abenteuer, aber das ist echt eklig hier. Das ist, war mal spannend zu sehen, aber ich glaube, wie gesagt, hier hat jeder irgendwie mal seine Finger im Spiel gehabt. Jeder ist hier mal reinspaziert. Das Ding ist seit Jahren irgendwie ein Hotspot für nicht unbedingt Urbexer, sondern eher für die angrenzende Jugend und für irgendwelche Räuber. Bah, gruselig, aber trotzdem, wie gesagt, man Blick in die Vergangenheit wert. Ne? Das ist ein Gewerbe, was eigentlich nicht aussteht. Man sagt tatsächlich, gefressen, gesoffen, gefickt wird immer. So hart das klingt, so sagen wir es im Ruhrgebiet. Und das sind drei Gewerbe, die definitiv nicht aussterben. Und ein viertes Gewerbe, gestorben, wird auch letztendlich nicht. Damit kann man eigentlich immer Geld verdienen. Deswegen ist das halt komisch, warum man hier so ein Ding aufgibt. Ich gehe davon aus, dass vielleicht einfach der Bau zu marode war. An sich ein riesengroßer, verwinkelter, spannender, eine spannende Hütte. Aber in dem Fall einfach, glaube ich, von der Investition verhältnismäßig viel zu hoch. Und da hat man das Ding hier aufgegeben. Naja, auf dieser Seite könnt ihr den Kanal abonnieren. Auf der anderen Seite könnt ihr ein Video schauen, was euch vorgeschlagen wird. Ich hüpfe jetzt hier wieder runter. Du auch? Ja, ne? Wir hüpfen jetzt hier runter, habe ich schon gesagt. 3, 2, 1. Nee. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.